Hallo Berlin, schönen guten Abend. Nadja Löhr heute bei mir. Und Sascha Hinz, guten Abend. 6,5% mehr wollen die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder. In zwei Wochen, so hat die Gewerkschaft jetzt mitgeteilt, in zwei Wochen soll es Warnstreiks geben in Behörden, Universitäten, Kitas. Und einen Vorgeschmack darauf, den gab es heute schon. Da haben nämlich die Lehrer die Arbeit niedergelegt. Wohlgemerkt, die angestellten Lehrer, nicht die Beamten, die dürfen ja auch gar nicht. Aber dass es beides überhaupt nebeneinander gibt, Angestellte und Beamte, ist Teil des Problems. Die angestellten Lehrer wollen nicht nur mehr Geld, sie wollen gleiches Geld für gleiche Arbeit. Über 5000 Lehrer und Erzieherinnen sind zur Kundgebung am S-Bahnhof Friedrichstraße gekommen und damit knapp die Hälfte aller zum Streik aufgerufenen angestellten Pädagogen. Sie fordern 6,5% mehr Geld und einen ordentlichen Tarifvertrag. Los ging der Warnstreik heute Morgen. So wie hier am Gymnasium Tiergarten stehen die ersten Streikwilligen schon um 7:30 vor ihrer Schule. Nach GEW-Angaben haben sich Angestellte von rund 200 Schulen an der Arbeitsniederlegung beteiligt. Ich stehe vor allem wegen der Ungerechtigkeit hier. Ja. Dass es einfach im Lehrerzimmer drei verschiedene Gruppen gibt, alle ähnlich oder gleich ausgebildet, aber mit einem unterschiedlichen Status. Ich bin halt Angestellte und für dieselben Fächer, die ich unterrichte, wurde zum Beispiel letztes Jahr in unserer Schule eine beamtete Kollegin aus Hamburg eingestellt. Und das ist einfach Gift fürs Kollegium und so sichert man auch keine Qualität an der Schule. An den meisten gestreikten Schulen herrschte heute der Ausnahmezustand. Großes Gedränge vor dem Vertretungsplan. Das beherrschende Kürzel? FA. Der Unterricht fällt aus. Die verbeamteten Lehrer können die Löcher kaum stopfen. Wir haben auch die Eltern informiert, dass es eben sein kann, dass der Unterricht deutlich geringer ausfällt. Darauf habe es viel Verständnis von Seiten der Eltern gegeben, betont die Schulleiterin. Und auch die Schüler zeigen sich solidarisch. Wir kriegen das ja auch direkt mit, wenn die ganz viele Lehrer einfach die Schule verlassen und irgendwie nach Brandenburg gehen, in andere Bundesländer gehen. Und das betrifft uns schon direkt, weil es fällt ganz oft Unterricht aus und kann nicht vertreten werden, weil wir nicht genug Vertretungslehrer haben. Der Unmut ist groß. Bessere Bedingungen für die Bildung war deshalb heute auch eine der Hauptforderungen. Auch für die mehr als 4000 Erzieherinnen in der Stadt. Man braucht sich nicht wundern, dass Erziehermangel herrscht bei den Bedingungen. Wer will dann noch im öffentlichen Dienst arbeiten? Die Arbeit im öffentlichen Dienst soll sich wieder lohnen. Dafür macht sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft stark. Allerdings waren die Tarifverhandlungen in der letzten Woche ohne Ergebnis vertagt worden. Die große Resonanz auf den Warnstreik heute wertet die GEW jedoch als gutes Zeichen. Der Auftakt macht Mut den Kolleginnen in dieser Stadt, weil wir sind natürlich noch viel, viel mehr. Aber der sendet auch ein deutliches Signal in alle anderen Bundesländer. Weder vom Finanzsenator noch von der Schulverwaltung gab es heute Stellungnahmen zum Warnstreik. Grund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Erst Pferd in der